Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Heute geht es nicht speziell um irgendeinen neuen Füller, den ich hier habe. Es geht auch nicht um eine Tinte, es geht hier um einen Pelikan, wie ihr hier sehen könnt. Ja, und zwar ist das hier diese bekannte Pelikan-Pouch-Leder-Täschlein hier, die aussieht so ein bisschen wie so eine Mini-Geldbörse für Frauen oder so. Darin verbirgt sich natürlich, ihr kennt das Video ja schon bei mir, mein heißgeliebter also Pelikan Souverän M1000. Ja, das ist jetzt kein Review in dem herkömmlichen Sinne, sondern es geht darum, es ist ja bekannt, ne, dass die Feder, dass diese riesige, wunderschöne, riesige Feder vom Pelikan M1000 sehr flexibel ist, ja. Also die lässt sie sehr, sehr leicht flexen bzw. dehnen, biegen, wie auch immer, sodass man eine wunderbare Linienvarianz erzeugen kann. Dummerweise hat Pelikan das damit nicht beabsichtigt, ne? Also immer wieder sieht man das in Videos von dem M1000, dass die Leute, die ihn benutzten, doch sehr, dass die Feder sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Sie wird gedehnt, gebogen, geflext, wie auch immer, damit man schön sieht, was da für eine wunderschöne Linienvarianz daraus kommt, ja. Was ja auch Spaß macht. Das ist ja gerade das Schöne daran. Es macht Spaß, ne? Aber ist natürlich auch eine Sache, die tut der Feder nicht gut, denn wie gesagt, sie ist dafür nicht gemacht, ne? Ja, so, wie ich das auch in meinem Video gezeigt habe, demonstriert habe, habe ich das auch zwischendurch immer mal ganz gerne gemacht, einfach weil es schön aussieht, ne? Mit einer Tinte, die schön schattiert, ja, Nudlers Navajo zum Beispiel habe ich ja jetzt hier schon seit geraumer Ewigkeit hier drinnen. Eine wunderschöne Tinte, die wirklich sehr, sehr gut schattiert und so. Aber ich habe es vor einiger Zeit ein bisschen übertrieben, blöd wie ich bin. Ja, also durch Fehler wird man schlau. Da habe ich es übertrieben also drücken, ja, und habe jetzt mittlerweile herausgefunden, dass das nicht gut ist für die Feder. Ich habe, wie man hier sehen kann, natürlich, ich habe die Feder gekauft in Strichstärke M. Ja. Nach meiner dämlichen, schwachsinnigen, unüberlegten, dummen, übertriebenen vor allem ja, Drückaktion ist daraus eher eine Doppelbreitfeder geworden. Ja, und diese Pelikan M1000 Federn neigen ja auch dazu, sehr, sehr flüssig zu sein. Ne? Also die Tintenleiter, die lassen sehr schnell sehr viel Tinte durch. Wird auch immer wieder gesagt, bei Rezensionen auf Amazon zum Beispiel oder so, dass aus dem Füller einfach zu viel Tinte rauskommt, ja, und das kann unter anderem auch daran liegen, wenn man vielleicht die falsche Tinte benutzt oder was auch immer, ja. So, und wie gesagt, ich habe jetzt nach dieser letzten dummen Aktion es wirklich übertrieben, habe da jetzt ein paar Strichstärken drauf geholt und das möchte ich jetzt gerne wieder rückgängig machen. Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, wie man das wieder rückgängig machen kann. Möglichkeit A: eine neue Feder kaufen. Ja, also es gibt Geschäfte, es gibt Homepages, wo man sich eine neue Ersatzfeder kaufen kann. Die kosten dann so um die 200 Euro, je nachdem, welche Strichvarianz, also welche Federstärke man haben möchte, ist es billiger oder teurer. Würde ich jetzt hier eine Medium bzw. eine F-Feder haben wollen, die kostet so um die 200 Euro, ungefähr 20 Euro mehr für eine extra feine Feder. Und Möglichkeit Nummer zwei: man findet jemanden, der das macht. Jetzt ist es ja so, wenn man Füllerliebhaber ist, ja, gerne damit schreibt und damit auch gerne herumexperimentiert und so. Es gibt ja diese kleinen Messingblättlein, es gibt Schleifpapier, Mesh-Heads, also beziehungsweise also Tücher, ja, womit man dann die Feder ein bisschen smoother kriegt und so. Aber wenn es jetzt darum geht, eine Feder statt nasser wieder trockener zu machen, sind die Möglichkeiten da ein bisschen erschöpft, ja. Ein Trick, den Matt Armstrong von The Pen Habit gezeigt hat, gerade auch bei diesem Pelikan M1000 Modell, ist, dass dann hier die Zinnen hier quasi hier so auseinandergezogen werden und dann zusammengedrückt werden.
Ja, so. Das hat eine Weile funktioniert, auch nachdem ich den Füller bereits nach dem Kauf einmal zur Korrektur zu Pelikan geschickt habe, hat es gut funktioniert. Jetzt aber nach meiner letzten dämlichen Aktion, ich kann es immer nur wieder betonen. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich stehe dafür gerade. Und da gibt es Gott sei Dank Leute, die sich mit sowas besser auskennen. Bei Stahlfedern wäre es mir persönlich egal. Ja, da ist jetzt der Schaden nicht so horrend hoch, aber bei Goldfedern, besonders bei dieser riesigen Goldfeder von Pelikan, da kann man viel falsch machen, wenn man sich als Laie daran versucht, ja. Und darum habe ich mal so ein bisschen recherchiert, beziehungsweise habe mehr oder weniger durch Zufall im Pen Exchange Forum eine Anzeige gelesen von einem sehr, sehr netten jungen Mann aus Österreich. Das ist der Mislav Lukaschewitsch. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der, wie gesagt, ist in Österreich. Der hat, er ist das, was man im Prinzip als Nippmeister, als Federspezialist bezeichnen könnte. Er bietet dort auch über seine eigene Homepage www.fpnips-repair.com. Ja, ich schreibe die Homepage noch hier in die Beschreibung mit hinein und biete da seine Dienste kurz an. Ja, ich habe mir seine Homepage angeguckt und das Schöne ist, es gibt da auch eine Preistabelle, also eine Preisliste mit seinen Leistungen, was er macht. Also welche Leistungen er bringt an der Feder, welche Wünsche er erfüllen kann und vor allem auch, was für uns alle am wichtigsten ist, was das Ganze auch kostet, ja, so. Und der Mislav, ich habe ihn angeschrieben. Es hat ein bisschen gedauert, bis er mir geantwortet hat. Ich vermute mal, meine E-Mail kam bei ihm irgendwie in den Spam-Ordner oder so. Deswegen habe ich ihn nochmal angeschrieben, persönlich auch nochmal im Pen Exchange und dann hat er sofort geantwortet. Ja, also das denke ich mal, das war wirklich, hat das E-Mail-Programm nicht aussortiert, ja, kann passieren. Und hat mir gleich geschrieben, ja, deine Anfragen sind soweit machbar. Was für ein Problem hast du denn genau? So, und dann habe ich ihm das Ganze erklärt, was mir so passiert ist, und er hat dann gesagt, ja, also das alles, das kann man machen, kann ich erfüllen. Meine Anfragen waren nämlich gewesen, erstens halt eben diesen Schaden wieder rückgängig machen. Also dass aus der Mediumfeder wieder eine Mediumfeder wird, der Tintenfluss reduziert wird, eine möglicherweise vorhandene Fehlbiegung, ja, vielleicht durch das ex über also ex extreme Flexen. Ich bin kein Nippmeister. Von daher, ich kann nicht erkennen, wenn ich das jetzt so sehe, ist da jetzt verbogen oder ist es nicht. Er wird es wahrscheinlich eher erkennen können. Aber auf jeden Fall Tintenfluss reduzieren. Und was ich ihn auch gebeten hatte, war vielleicht, ob er aus dieser Mediumfeder eine feine Feder machen könnte. Ja, und hat er auch gesagt, das ist möglich, kein Problem. Schick mir doch mal den Füller zu. Mach mal ein paar Fotos und schick mir die mal per E-Mail zu. Habe ich dann auch gemacht und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Und darum habe ich jetzt quasi mit ihm ausgemacht, ich schicke ihm den Füller jetzt zu, ja, in dieser kleinen feinen Tasche hier. Und damit ihr auch jetzt sehen könnt, so der Unterschied, ne, zwischen dem jetzigen Zustand, also wo jetzt hier noch gar nichts dran gemacht ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Feder wieder zurückkommt. Das werde ich jetzt quasi also ein bisschen so darstellen. Und um euch das zeigen zu können, mache ich mal so ein Vorher-Nachher-Video. Ja, so. Und damit man es jetzt besser erkennen kann, mache ich jetzt mal kurz hier die Kamera tiefer. Ja. Und zeige euch mal jetzt quasi so, wie das jetzt aussieht. Ja. Jetzt muss ich wieder gucken, dass es nicht wieder unscharf wird. Pelikan. Souverän M1000 Mediumfeder, ja, und ich zeige das jetzt noch mal ganz kurz, ganz ohne Druck.
Ja, so, und jetzt wieder das Böse, ich will das darstellen, ja. Also vor allem auch, ich übertreibe es jetzt nicht, ne? Also ich mache natürlich ein bisschen flexen kann man mit der Feder schon. Das macht der Feder auch nichts aus, ja. Vor allem es macht ja auch eine schöne Linienvarianz, während man schreibt quasi. Ja, also hier so dieses Extreme, ich habe es wirklich extrem, extrem geflext, wo ich so dumm gewesen bin und das sollte man nicht machen. Deswegen, man kann es jetzt auch hier sehen. Ja, ich kann noch mal zeigen hier dieses. Ja, also ist schon extrem viel Tinte, die da jetzt rauskommt. Immer noch schreibe ich hier noch dazu. Ja, die Tinte. Nudlers Navajo. So, und das ist quasi der Vorher-Vergleich, ne? So, und das kann man jetzt hier schon ganz gut sehen. Ja, Pelikan Souverän M1000. Man kann erkennen, die Tinte ist relativ dunkel. Das liegt einfach daran, weil aus der Feder einfach zu viel Tinte herauskommt, ja, so. Und das habe ich schon versucht mit etlichen Versuchen ausprobieren, wie kann man das jetzt machen, ohne an der Feder wirklich was kaputt zu machen oder sowas. Aber ich hab mir gesagt, das hat keinen Zweck. Ich liebe den Pelikan M1000 zwar, aber ich selbst, ich krieg das nicht hin. Also ich kann nichts, ich kann es nicht ändern. Ich muss den Füller zu jemandem schicken, der sich mit sowas auskennt. Und dann, wenn er wieder zurückkommt, der Bruch, also der Kostenfaktor ist, und das werdet ihr auch selbst sehen, wenn ihr auf die Homepage, wenn ihr auf die Homepage geht, ich schreibe euch mal die Homepage schon mal auf. Hier ein bisschen Werbung machen. FP Nips minus repair.com. Ja, da ist auch seine E-Mail-Adresse abgebildet. Da könnt ihr ihn auch gerne anschreiben. Ja. Es ist so eine Sache, ne, die hat er sich auch selbst beigebracht. Und von daher bin ich auch gespannt, was zurückkommt, wenn ich ihm diesen Füller so geschickt habe. Ja. So. Ja, ich werde ihm, das habe ich mit ihm ausgemacht, ob er das jetzt wirklich so durchziehen will, wie ich das mit ihm abgesprochen habe. Also der bekommt jetzt von mir einen USB-Stick zugeschickt. Da kann er dann so ein paar Videos machen von meinem Füller, von meiner Feder quasi, während er ihn bearbeitet. Ja, und wenn dann quasi der Füller zurückkommt mit dem USB-Stick und noch ein paar Videoclips drauf, kann ich ihm das quasi das Video zusammenschneiden, damit ihr auch mal seht, wie arbeitet der junge Mann und welche Leistung bringt er. Und dann abschließend auch der Vergleich noch einmal im Nachher-Vergleich zur jetzigen, ja, übertrieben saftigen Feder, kann man jetzt sagen. Ja. Also schaut euch das nochmal genau an. Richtig, ne? Also hier die Tinte, Nudlers Navajo, noch ziemlich dunkel. Ne? Der Tintenfluss sehr, sehr dick, sehr, sehr großzügig. Und das sollte sich ändern, denn ich werde auch weiterhin mit einem gewissen Maße an Druck schreiben, einfach weil es zu meiner Handschrift dazugehört, ja. Nicht übertrieben, einfach nur so ein bisschen, damit die Linienvarianz so ein bisschen meine Handschrift oder das gewisse Extra gibt. Das ist das, was ich bezwecke, was ich haben möchte. Und da bin ich ganz, ganz gespannt, wenn der Füller wieder zurück ist, was der Mieslav damit gemacht hat. Okay, Freunde, also dann. Hier ist die Tasche, hier ist der Füller, den packe ich jetzt wieder ein und schicke ihm den per Post zu. Ja, nach Österreich. Ja. So ein Nippmeister zu finden hier in Deutschland ist nicht einfach. Ja. Man kennt, wer die großen YouTuber kennt, der weiß genau, ja, es gibt ja, Nippmeister eine ganze Menge in Japan, in Amerika, wo auch immer. Aber hier bei uns in Europa, beziehungsweise in Deutschland oder in der Nähe von Deutschland, nicht unbedingt, ja. Was ich aber gut finde, dass es jetzt den Mislav gibt, denn so hat man immer einen Ansprechpartner, der relativ in der Nähe ist und vor allem auch eine Sprache spricht, die selbst wir Deutsche garantiert verstehen. Er spricht zwar mit österreichischem Dialekt, es ist aber nicht so schlimm. Also es ist sehr, sehr verständlich, muss ich sagen. Also er spricht sehr gutes
Deutsch dafür, dass er Österreicher ist. Mislav, seien wir nicht böse. Ja, also es ist ein ganz, ganz lieber Kerl. Ihr könnt ihn auch anrufen, ihr könnt ihn anschreiben. Der freut sich immer, ja. Und ansonsten dann, ja, vorher und jetzt kommt gleich das Nachher-Video. Schönen guten Abend, hier ist Mislav von FP Nips Repair. Ich bekam von George von dem YouTube und Instagram Channel Big J's Tintenkiste bekam ich zwei Federn zugeschickt zum Bearbeiten. Und eine davon möchte ich euch in dem Video vorstellen. Das ist nämlich die Pelikan Souverän M1000 mit einer 18 Karat Goldfeder Größe 8. Und wieso bekam ich von George diese Feder? Sie schreibt ihm zu dick und zu nass. Und das möge ich hoffentlich ändern. Was werde ich dafür tun? Was habe ich vor? Ich werde den Schlitz zwischen den Schenkeln versuchen zu verringern durch bestimmte Drucktechniken. Und wenn das dann nicht sozusagen die Wirkung hat, die erwartete Wirkung, dann werde ich auch am Federkorn schleifen und genau, wie der Strich schreibt, zeige ich euch dann im nächsten Video. Für gewöhnlich mal den Test, wie schreibt sie in die Horizontale, man sieht recht dick der Tintenfluss, in die Vertikale, sehr ähnlich von der Breite. Das heißt, ein gut abgerundetes Federkorn. Dann mache ich mal diese, jetzt mal die Achter. Schöner Fluss, ziemlich nasser Fluss, also ziemlich starker Tintenfluss. Schreibt sehr glatt, schreibt sehr schön. Und bei der Goldfeder dann auch noch ein Test, nämlich eben diese Variation abhängig davon, wie fest man dann zudrückt beim Schreiben. Das schauen wir uns auch an. Also einmal sehr weich aufsetzen und dann stärker. Ja, kann man auf jeden Fall sehen, den Unterschied. Was auch auffällt, ist eben, dass auch die Tinte dünkler wird mit dem stärkeren Aufsetzen. Das heißt, dass mit dem stärkeren Aufsetzen auch mehr Tinte aus dem Füller rauskommt. Ich habe an der Pelikan Souverän M1000 versucht, durch bestimmte Drucktechniken den Schlitz zu verkleinern. Das habe ich auch gemacht. Allerdings nicht mit der Wirkung, die ich mir erhofft habe. Dadurch, dass eine Goldfeder ist und auch sehr groß, ist sie auch sehr flexibel. Und beim Aufsetzen auf das Papier gehen die Schenkel weit auseinander. Das heißt, ziemlich unabhängig davon, wie dünn der Schlitz ist, er wird sowieso wieder weiter oder er wird sowieso wieder breit mit dem Aufsetzen. Dadurch dann eben auch ein starker Tintenfluss, den ich bisher nicht wirklich verringern konnte. Im nächsten Schritt wird geschliffen, nämlich mit diesem Aufsatz hier. Ein feiner Gummiaufsatz, Körnung 400. Ich möchte sehr vorsichtig vorgehen, wenig schleifen und immer wieder mit der Lupe nachschauen und am Papier auch nachprüfen. Lieber zu wenig schleifen als zu viel. Da muss man sehr vorsichtig sein und sozusagen diesen Sweet Spot erwischen. Und die Serie mit dem Pelikan kommt möglicherweise endlich zum Abschluss. Ich habe versucht mit Schlitz dünner machen, halt kleiner machen, auch mit Biegen der Feder nach unten den Strich trockener zu machen. Habe mich dann mit einem Kollegen aus den USA konsultiert.
Speziell für eben Pelikan Souverän, weil ich wirklich verwundert war, dass der Strich einfach weiterhin nass bleibt. Der hat mir mitgeteilt, dass man Pelikans eigentlich kaum trockener machen kann, weil die einfach so von der Feder und vom Tintenleiter so geschaffen sind. Also habe ich mich mit George gehört von Big G's Tintenkiste und gefragt, wie es ausschaut, ob man da vielleicht ein bisschen hier mit ran kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Inzwischen befinden wir uns bei einer standardmäßigen Medium-Feder für, ich sage mal, das kann man hier sehen. Das hier ist einmal ein vertikaler Strich, beziehungsweise einmal, wenn ich die Feder so halte und den Strich mache, und einmal, wenn ich die Feder gerade halte und den Strich mache. Standardmäßiges Medium für Western Nips, unter anderem Pelikan. Die Liste habe ich von Richard Bender ausgedruckt, einem absoluten Spezialisten in dem Gebiet und einem Vorbild. Nummer 2 ist vertikale Striche mit der Feder nach unten schreibend. Also der da, 1, 2, 3. Seitlich nach rechts, 1, 2, 3. Vertikal nach oben. Und horizontal nach links. Ich kann es auch live zeigen. Das war 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Drittens sind die Schleifen mit wenig Druck. Viertens sind die Schleifen mit Druck am vertikalen Strich, um die Variation zu sehen. Die gibt es Gott sei Dank noch immer, wenn sie schwächer ist als davor. Aber das war auch gewünscht. Fünftens sind Vergleiche vom Strich ohne Druck, Strich mit etwas Druck und Strich mit viel Druck. Wie man sieht, Variations sind immer noch da. Somit denke ich, kann man dieses Kapitel abschließen. Die Feder wurde an den Seiten geschliffen und sozusagen an der Rückseite, an der Oberfläche hier ganz wenig, weil das nicht wirklich nötig war. Schleifen ist eine, ich sage mal, auch eine, kann eine riskante Sache sein. Da muss man auch wirklich Erfahrung haben. Zu viel Abschleifen führt dann zu Schwierigkeiten. Man kann es wieder korrigieren, allerdings durch ziemlich viele Schritte. Und genau, ich habe George inzwischen das Ergebnis auch mitgeschickt, warte auf seine Antwort. Falls das fertig ist, dann kümmere ich mich als nächstes um seine Kaweco Sport V16. Und das wird sogar noch interessanter, weil die Feder ist wirklich, wirklich in einem sehr interessanten Zustand, sagen wir es mal so. Und für mich, also mich freut es mega, dass ich an der arbeiten kann und schauen kann, ob ich die in eine Architekt umschleifen kann. Das war's für jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war hilfreich und informativ. Bitte beim Schleifen und beim Bearbeiten von Federn immer sehr vorsichtig sein. Bestenfalls erstmal mit günstigen Federn anfangen, auch mit welchen, die man schnell nachkaufen kann. Ich habe jetzt die Kaweco Sport V16 und den Pelikan Souverän M1000 zu Ende bearbeitet. Dachte, ich mache noch ein Abschlussvideo. Habe sie jetzt auch 2 Tage sozusagen mal stehen lassen, dann rausgeholt, wieder mit ihnen geschrieben, schreiben einwandfrei.
Hatte sehr viel Spaß beim Pelikan, mit sehr viel Respekt auch an die Sache gegangen, weil es ein ganz besonderer Fühler ist und weil er auch in einem sehr guten, absolut einwandfreien Zustand war. Bei der Kaweco Sport V16 unglaublich viel Spaß gehabt, weil ich es einfach mag, ich sag mal so, kaputte oder stark mitgenommene Federn wieder zu restaurieren. Und da hatte ich eben beim Kaweco viel Platz für Kreativität und konnte einfach mal ein bisschen die Sau rauslassen. Am Ende bin ich mit beiden sehr zufrieden. Ich schicke die Fühler jetzt zurück zu George von Big G's Tintenkiste. Wünsche dir, George, viel Spaß mit den Fühlern. Dein Mislav. aus Wien. Und ja, dachte ich, mache ein Abschlussvideo. Grüße auch alle Zuschauer ganz nett. Und wünsche euch allen einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also, schönen Abend. Ciao. So, Freunde, der Pelikan M1000 ist jetzt wieder zurück von der Federreparatur, ja. Und ich muss schon sagen, es kann sich echt sehen lassen, ja. Ja, was hat der liebe Mislav daran gemacht? Er hat an der Feder das gemacht, wofür ich ihn quasi gebeten habe, nämlich, dass er aus dieser doppelten Dreifach-B-Feder wieder ein ordentliches Medium macht, bis fast schon zu fein. Und das hat er auch ganz gut hinbekommen, ja. Natürlich hier wieder in der Tasche. Ich hab ihm den Füller zugeschickt, ja, ne, in dieser Full-Size-Handtasche für Frauen. Ja, und da ist er jetzt, ne? Also ich freue mich jetzt riesig, dass mein Lieblingsvogel Frederik und auch jemand, also alle, die Iron Man kennen, denen wird das was sagen, der Begriff Vogel. Ja, okay, also das ist ja auf jeden Fall der Riesenvogel von Pelikan, der M1000. Nachdem er jetzt zurückgekommen ist aus Österreich vom lieben Mislav. Und ich habe ja ein Vorher-Video gemacht davon, wie er jetzt geschrieben hat. Dummerweise habe ich das Blatt dämlich gelagert am Fenster. Es war offen. Eines Nachts hat es geregnet. Und ja, aber egal. Also man kann trotzdem sehen, was das Problem ist. Ja, und wenn man das jetzt so vergleicht mit jetzt, dann nehme ich mal jetzt hier eine kleine Unterlage, damit das so rüberkommt, wie es ursprünglich war. So, und dann mache ich jetzt mal hier, das ist dann das das nachher. Es ist immer noch Medium, aber wieder ein besseres Medium. Ja, hier wieder ganz ohne Druck. Ja. So, und das, was ich jetzt mache, bitte nicht schimpfen, Leute. Also ich weiß schon, was ich mache. Ja, nämlich hier diese Achter. Ich weiß, ich habe im Vorher-Video ein bisschen darüber geschimpft oder gemotzt über meine eigene Doofheit. Wenn man dieses Flexen jetzt leicht macht, also jetzt wirklich nicht übertreibt, dann nimmt die Feder daran auch keinen großen Schaden. Ja. Der Grund, warum, ist bei mir, wie gesagt, ich habe es echt übertrieben. Also ich habe so großen Druck ausgeübt, da wäre sogar eine Stahlfeder verbogen. Ja, also wie gesagt, das ist etwas völlig anderes. Also wenn man das so im gesunden Maße macht, dann kann man das auch ruhig quasi mal auch machen, ganz leicht. Ja. Dennoch hat der Füller jetzt nicht viel von seiner Fließfreudigkeit
verloren. Ja, und ja, was hat der Mislav gemacht? Erstens, er hat den Tintenfluss reguliert, was bedeutet, er hat ja hier durch gewisse Biegetechnik hat er es ja genannt im Video, ja. Im Prinzip aber hat er nichts anderes gemacht, wie jetzt die Feder also nach vorne, nach unten gedrückt auf der anderen Seite. Also einen gewissen Gegendruck quasi ausgeübt, ja. Ja, dann hat er die Schenkel ein bisschen zusammengedrückt, ja. So, und dann als zweiten Schritt, da hat er dann aus dieser fetten F oder fetten M, hat er eine, ja, wie nenne ich es? Medium Light. Nenne ich jetzt mal gemacht, ja. Also auf jeden Fall, es ist schön. Man kann. Ja, man kann auch jetzt wieder mehr von der Tinte sehen. Ja, also es ist wieder ein bisschen. Ja, also Shading-Verhalten kann man wieder sehen, ja. Das nochmal kurz zu schreiben, weil ich es oben wieder, ja, vermasselt habe. Schreibe ich euch nochmal seine Homepage auf. Ja. So, das ist Mislav Luka Cevic. Ich glaube, ich habe das jetzt richtig geschrieben. Also entweder hier mit C oder mit K, weiß ich jetzt nicht genau. Tut mir leid, lieber Mislav. Also auf jeden Fall, ich muss sagen, ich bin doch sehr zufrieden, weil wenn man das jetzt hier oben vergleicht, wenn man hier so sieht, das M1000 da. Und das M1000 da, ja, das ist schon ein Unterschied, ja. So, und ich habe jetzt hier mit genau dem gleichen Druck geschrieben wie oben auch. Aber man sieht jetzt auch wieder hier, dass die Tinte jetzt wieder ein gutes, ordentliches ja, Schattierungsverhalten zeigt. Und das ist das, was ich eigentlich haben wollte. Ja, also jetzt habe ich wieder einen M1000, den ich jetzt wieder lieben kann, den ich jetzt wieder zum Schreiben benutzen kann. Und das werde ich auch ganz, ganz viel machen. Ja, ja, und weißt du mal kurz, der Mislav hat es ja schon gezeigt gehabt hier. Habe ich mir auch zugeschickt gehabt. Meinen Vintage Kaweco, ja, den Kaweco Sport V16, da war die Feder in einem ziemlich schlechten Zustand, ja, der Füller selbst aber nicht, ja, und er hat es wirklich geschafft, die Feder zu reparieren. Er hat aus ihr eine Architect Grind gemacht oder eine leichte Architect Grind, so wie ich es mir von ihm gewünscht habe, ja, und ja, wie das dann so ist, wie er das gemacht hat, das zeige ich euch dann im nächsten Video und damit bin ich auch schon wieder am Ende für heute. Ich glaube, das Video hat ja jetzt auch lange genug gedauert. Ja. Ja, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Liebe Freunde, habt ihr Fragen, dann fragt sehr gerne. Ansonsten wünsche ich euch noch ja, eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.